Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Freunde, wir sind back an dem frischen Donnerstag. Ich bin sehr gehypt, denn wir haben von Capital und King Khalil einen neuen Song. Bro, ist ja Ewigkeiten her einfach. Es gab dieses beefige Hin und Her in der Zwischenzeit. Dann waren sie cool miteinander, waren zusammen, glaube ich, bei einem Mallorca-Urlaub. Aber das ist auch schon über ein halbes Jahr oder so her, wo ein Song angekündigt worden ist. Und jetzt haben wir, die zwei kenne ich. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir sowas in Richtung Kreide vielleicht wieder haben. Was anderes kann ich mir fast schon gar nicht vorstellen. Wir erwarten hier also einen aggressiven Capital, an King Khalil, wie man ihn kennt. Hoffentlich eine stabile Hook, einen coolen Beat. Wir haben coole Leute am Start, Videos von Gordy gefilmt. Ich freue mich sehr drauf und schreibt mir gerne hier in die Kommentare rein, welche Songs aus dieser und letzter Woche wir uns jetzt die nächsten Tage noch geben sollen. Welche Alben vielleicht rausgekommen sind. Die Woche ist ein bisschen mager. Wir haben jetzt aber noch von Asche zwei Songs, glaube ich, vor uns. JGG hat was released, wo ich mich sehr drauf freue, oder wird was releasen. Und ansonsten müsst ihr gucken, oder müsst ihr gerne mal reinschreiben, was wir uns noch geben sollen, Friends. Ansonsten bin ich sehr gespannt, jetzt hier rein können, zu dürfen und zu können bei Capital mit King Khalil. Und die zwei kenne ich. Let's go, Mann. Ja, bra. Uff, bra. Ja, bra. Komm, Bruder, komm. Ah. Bro, ich bin wirklich gehypt. Musikvideo jetzt schon sehr nice gefilmt. Holy shit. Zweistellige Haftstrafen, es geht nur um Kreide. Liebe für die Brüder, Kugel für die Feinde. Allein der Einstieg ist schon nice. Allein auch diesen Capital zu sehen, diesen Verrückten wieder. Oh, ey, allein der Einstieg, Mann. Zweistellige Haftstrafen, es geht um Kreide. Haftstrafen, es geht nur um Kreide. Liebe für die Brüder, Kugel für die Feinde. Liebe für die Brüder, Kugeln für die Feinde. Nice, Mann, dieser Beat ist episch. Ist episch. Passender Beat, Mann. Und jetzt checken diese Leute, was ich meine. Wenn ich sage, dieser Bratter bleibt der gleiche. Kaffee, was ist dein Geheimrezept? Kein Plan. Ey, geiler Einstieg, geile Zeile. Jetzt checken die Leute, was ich meine, wenn ich sage, der Bratter bleibt der gleiche. Nice. Cooler Beat-Einstieg dazu, finde ich. Wenn ich sage, dieser Bratter bleibt der gleiche. Kaffee, was ist dein Geheimrezept? Kein Plan. Wegen meinen Einnahmen kann mein Benz allein fahren. Das geht auch gut nach vorne wieder, das geht wieder gut nach vorne einfach. Wenn ich fünf wirklich ganz Deutschland im Alleingang. Oder schickt dir Auftragskiller aus dem Balkan. Kein Plan, für wen du dich hältst. Ey, ich finde dieses Kein Plan geil. Oder schickt dir Auftragskiller aus dem Balkan. Kein Plan, für wen du dich hältst. Ja, ich sehe, kommt der Spend wie so Pelz. Wir kaufen Villas, wir kaufen Hotels. Ey, Capi wieder in so einem Flow zu hören und in so einer Stimmlage. Natürlich, er hat hier und da auch was Aggressiveres probiert. Aber das ist wirklich das von früher einfach. Das ist das von früher, was er uns jetzt gerade gegeben hat. Und was er uns gerade gibt. Ey, ich habe die damals zwar nie so krass verfolgt, wie ich vielleicht gerne gewollt hätte. Aber trotzdem löst es in mir auch schon so Nostalgie-Feelings aus. Und ich habe die nie krass verfolgt. Und jetzt stellt euch vor, wie krass das für euch alle sein muss. So, die beiden so jahrelang verfolgt haben, zusammen von wo die noch nicht so bekannt waren. Klein auf, wollte ich gerade sagen, mäßig. Das muss schon geil sein. Man spricht nicht über Geld, Geld spricht für sich selbst. Ist es eine Kunstart oder geht's um Umsatz? Wie viel Barre hat der Bratter schon gebunkert? Schattet er auf 1, schattet er auf 100? Bratter, ich release, wie mein Jara gerade Lust hat. Diese Kreide macht dich abhängig. Und die Haftstrafen sind zweistellig. Okay, ey, man muss natürlich sagen, es ist jetzt textlich immer noch kein Meisterwerk. Wobei ich schon finde, dass hier einige Zeilen rausstechen, die strong sind, finde ich. Keine Ahnung, die kommen halt einfach gut, so wie man spricht nicht über Geld, Geld spricht für sich. So, das ist jetzt nicht lyrisch das Stärkste, aber es ist einfach eine coole Zeile für dich, die man so reinhauen kann, so wisst ihr. Ja, es ist schon lange her. Das Einzige, was ich immer so ein bisschen cringe finde, muss ich, also was heißt cringe? Cringe soll man nicht sagen, Digga. Was cringe zu sagen ist cringe, ja. Aber was ich nicht so fühle, sagen wir es lieber so, das ist oft bei Gordy in den Videos, dieses CGI-Feuer, so, das fühle ich gar nicht, muss ich sagen. Es ist nur ein ganz kleiner Punkt, so, der mir aber immer wieder auffällt, weil das ist das Einzige, was, finde ich, den Vibe immer ein bisschen killt von so einem Street-Video. Aber ansonsten bis jetzt auch stabiles Video, so. Doch du sagst, diese zwei kenne ich. Diese ja, es ist schon lange her. Ey, das ist aber eine geile Szene gewesen gerade. Und die Haftstrafen sind zweistellig. Ja, es ist schon lange her. Doch du sagst, diese zwei kenne ich. Ganz kurz erstmal, und du sagst, ja, es ist schon lange her. Also, ja, es ist schon lange her, dann dieser Faustschlag. Episch. Und dann, du sagst, ja, diese zwei kenne ich, weil es war einfach das Team, was man im Kopf hatte, so, wenn man an Straßenrap gedacht hat. Natürlich Straßenrap auf Farid Bang mit Kollegah, so, aber wenn man jetzt
nicht so krass an Punchlines gedacht hat, sondern einfach so an Straßenrap, waren die beiden schon so das Aushängeschild, fand ich für eine Zeit lang auf jeden Fall. Ja, es ist schon lange her. Auch hier Poster. Einfach Poster, Digga. Einfach ein freshes Poster. Du sagst, diese zwei kenne ich. Diese Kälte macht dich abhängig. Und die Haftschaften sind zweistellig. Schöner Beat auch. Schöner Beat. Diese zwei kenne ich. Voller Kreide jagt die Preise wieder hoch. Kein Zweifel, sagt den Feinden, es geht weiter wie gewohnt. Ey, ich liebe den Flow von Khalil manchmal so. Ich muss sagen, ich liebe seinen Flow. Voll oft, er kommt einfach so. So unerwartet rein und sprintet dann nach vorne. Er sprintet einfach so. Ich liebe es. Er sprintet auf der Audiospur. Voller Kreide jagt die Preise wieder hoch. Keine Zweifel, sagt den Feinden, es geht weiter wie gewohnt. Mache Streiche wie Patronen, viel zu heiß da, wo ich wohne. Treten Kopf die Tür ein, schmeiß das Weiße aus Balkon. Bruder! Puff, puff, Mary Jane. Fly wie Amy Rains, tritt in dein Babyface. Wir bleiben wach, immer wenn du schläfst. Batzen im SQB, macht wie die NSA. Ey, guter Part bis jetzt auch von ihm, Mann. Ich finde, er lebt ein bisschen durch seinen Flow, weil du kannst den gefühlt auf jeden Beat packen. Er float ihn dir routiniert weg, so. Weil er auch immer irgendwie, keine Ahnung, er changed so easy die Geschwindigkeit. Das liebe ich bei ihm. Wir bleiben wach, immer wenn du schläfst. Batzen im SQB, macht wie die NSA. Im koksweißen Trikot von Madrid, sitzt benebelt vor Gericht, doch bewahre mein Gesicht. Ganzes Leben lang getickt, pack die Knete auf den Tisch. Gott vergebe unsere Sünden, diese Kind ist verrückt. Auch die Bewegungen. Khalil fühlt sich immer so krass in den Videos und das liebe ich. Packt den Batzen auf den Tisch so und er fühlt es einfach. Ach, ach, wie die Zeiten so vergehen. So viel Steine auf dem Weg. Heute brettern wir das Game. Oh, auch Poster wieder. Ey, die beiden wieder zusammen zu sehen. Freut mich einfach. Freut mich. Komm, Bruder, komm, komm, wir übernehmen. Team Kuku Bra Musik Berlin lebt. Auch stabile Worte. Team Kuku Bra Musik Berlin lebt. Diese Kreide macht dich abhängig. Und die Haftschaften sind zweistellig. Ja, es ist schon lange her. Doch du sagst, diese zwei kenne ich. Diese Kälte macht dich abhängig. Und die Haftschaften sind zweistellig. Ja, es ist schon lange her. Es macht eigentlich einfach glücklich, sie wieder zusammen zu sehen. So. Doch du sagst, diese zwei kenne ich. I'ma fuck you up. I'm lighting your ass up. Auch wieder ein Poster. Viele Poster heute, ey. Viele Poster hier wieder. Geil. Aber Gott ist groß, Bruder, größer als ihr alle. Ey, geil, Mann. Ey, was soll ich sagen? Ich bin einfach froh, dass wir sowas bekommen haben. Und ich finde, der Song passt perfekt so für das, was er sein soll. Einfach, wir haben einfach einen Song, der in die Fresse geht. Der wirklich aus der alten Feder gefühlt wieder stammt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Hook nur von Kapital gesungen wurde. Ich hätte mir da gerne noch irgendwie so eine Connection gewünscht, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden, Mann. Wir hatten ein, zwei wirklich Baba-Zeilen, finde ich. Allein diese Handshakes im Video zusammen zu sehen, wie sie sich gegenseitig Props gegeben haben. Khalil hat krass rasiert, flow-technisch, finde ich. Kapital hatte ein, zwei echt gute Zeilen, die mir gefallen haben, aber auch einfach ihn wieder in so einer Stimmlage und Art und Weise zu hören, hat mir gefallen. Und es war ganz klar ein Geschenk für die beiden. Ja, gegenseitig, aber auch ein Geschenk für uns, so deswegen bin ich sehr zufrieden. Und das ist auch ein Song, den ich mir easy in die Playlist packen würde, den ich öfter hören würde, so würde ich sagen. Hat man gemerkt, dass das ganze Video mein rechtes Ohr gejuckt hat und immer noch juckt? Ich glaube nicht. Was soll ich sonst noch sagen, Mann? Ich freue mich auf jeden Fall mehr, noch abzuchecken in Zukunft auch wieder mehr von Khalil, die Solo-Songs uns zu geben. Und wie gesagt, ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder zurück, Freunde. Ja, heute das erste Video, was nicht vorproduziert ist wieder. Und ich weiß, bin ich ein bisschen braun geworden? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich braun geworden? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war die meiste Zeit eh nur drin, Digga. Zweimal im Schatten gewesen, gefühlt. Aber drin, dass ihr Bescheid wisst, jetzt kommen wieder aktuelle Videos. Ich freue mich sehr drauf. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und ciao.